Ich freue mich, dass Sie bei uns sind und mit uns Gottesdienst feiern. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen aus der Kapelle hier auf dem Höchsten. Kennen Sie dieses Sprichwort? Das Blatt wendet sich. Es gibt verschiedene Deutungen für dieses Sprichwort. So kann an das wechselnde Glück beim Kartenspiel gedacht werden. Andere Erklärungen zielen auf das Umschlagen der Blätter beim Lesen. Da die Redensart sehr alt ist, kann man auch an eine Naturbeobachtung dabei denken. Die Bäume strecken ihre Blätter aus zur Sonne, wenn die kalte Jahreszeit zu Ende ist und sich die Blätter entwickeln. Heute kann sich auch bei Ihnen das Blatt wenden. Strecken Sie sich aus nach dem Licht Gottes. Erleben Sie, wie er das Blatt wenden kann, sodass wir es neu beschreiben können. Und freuen Sie sich heute auf einen besonderen Gast, der das oft im Leben erlebt hat, wie sich das Blatt auch zum Guten wendet. Wir haben Frank-Jürgen Weise besucht. Er war seit 2004 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Wie ihn in dieser Arbeit sein Glaube an Gott trägt, führt und hält, das erzählt er im Gespräch. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns beten mit Worten aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr, ich habe sehr viel mit mir selbst zu tun. Und da sagst du, ich soll allen Menschen meine Freundlichkeit zeigen. Ich habe Mühe mit meinem eigenen Schicksal. Ich komme kaum mit meiner Arbeit zurecht. Und bin ein Mensch, der sich überwinden muss, ehe er zu anderen spricht. Du willst, dass ich an sie alle denke. Du willst, dass ich mich nicht für besser halte als sie, dass ich ihre Fehler leicht nehme und ihre Not sehe. Ich soll mir vor Augen halten, dass sie da sind und leben. Heiliger Gott, du bist jetzt nahe und du kannst mir neue Kraft schenken für all das, was ich tun darf und soll. Hilf mir. Rede ein gutes Wort zu mir, das mich ermutigt und tröstet. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie betrunken werden, den geringen. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast heute in der Stunde des Höchsten. Sie kennen ihn als Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und ehemaligen Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Er ist Offizier, er ist Manager und er ist engagierter Christ. Freuen Sie sich mit mir auf, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, Dr. Frank-Jürgen Weise. Darf man so sagen? Jawohl. Dr. Frank-Jürgen Weise, Offizier und Manager. Wie passt sowas zusammen? Als Offizier habe ich Führung gelernt. Ich habe auch Haltung und Einstellung gelernt bei der Bundeswehr und sicher Elemente davon auch in berufliche Verantwortung mit übertragen. Ich denke, das passt. Da steckt ja so ein bisschen Macht auch dahinter. Viele Menschen, denen man gegenüber was zu sagen hat. Sind Sie so ein Machtmensch?
Ich denke, nein. Ich habe meine beruflichen Themen immer gut abgestimmt mit Kolleginnen und Kollegen. Ich habe Selbstbewusstsein, dass ich selber ein fachliches Wissen einbringen kann. Ich bin bereit, auch in letzter Instanz die Verantwortung zu übernehmen und, wenn Sie so wollen, natürlich auch mich durchzusetzen. Aber bevor es zur Entscheidung kommt, war es mein Prinzip, gut zuzuhören, interessiert zu sein. Und das steht dann bei der Summe der Themen schon im Vordergrund, nicht Macht. Wenn ich selber als Pfarrer reflektiere, weiß ich, der liebe Herr Jesus, der steht zu mir als Pfarrer. Wie ist es bei Ihnen? Steht der Herr Jesus hinter Offizieren und Managern, die manchmal so mit den harten Ellbogen sich durchs Leben kämpfen? Es gab mal eine Zeit, da wurde ja auch Soldat sein, ganz kritisch gesehen. Da gab es gute Bücher, Soldat und Christ sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass sich das miteinander verträgt. Sogar bis zur letzten Instanz, wenn man töten muss. Und das Töten wird immer eine Sünde sein, aber den Fall kann ich sehr gut konstruieren. Und heute, wenn man auf der Welt sieht, was passiert, dass das Töten als Mensch leider eine letzte Lösung sein kann. Das gilt für den Offizier und den Soldaten. Und als Manager ist es so, ja, ich muss viel Verantwortung übernehmen, manchmal zu Themen, die einen selber auch überwältigen. Und dann weiß ich eins, da bin ich nicht alleine. Ich weiß nie, ob es dadurch besser wird für das, was ich zu entscheiden habe, aber ich weiß, ich kann auf die Gnade von Jesus vertrauen. Gibt es Beispiele für solche Themen, die Sie persönlich überwältigt haben? Ja, ich muss bei einer solchen Großorganisation mit weit über 100.000 Beschäftigten davon sprechen, ganze Abteilungen im Personal runterzufahren, andere aufzubauen, zu verlagern. Und das heißt für einzelne Menschen Schicksalsentscheidungen. Das Zweite ist natürlich, das alles in der Öffentlichkeit zu vertreten, was so eine Großorganisation macht. Mhm. In der Politik gut zu beraten, dass die Politiker ihrer Verantwortung nachkommen können. Nehmen Sie die Themen, die jetzt in der Debatte sind, Gerechtigkeit. Mhm. Und überall dort versuche ich verantwortungsvoll zu handeln, aber wir brauchen uns ja nichts vormachen. Wir als Menschen sind nicht perfekt. Und da ist es für mich gut zu wissen, dass ich selber noch jemanden habe, der mir das Vertrauen gibt. Heute in der Stunde des Höchsten mit dunkelblauem Jackett, ansonsten eigentlich Macher, Mensch, Christ mit weißer Weste. Wie haben Sie das geschafft, nicht für Negativschlagzeilen zu sorgen, sondern als positiver Mensch dazustehen und sich das auch zu bewahren? Ja, also erstens nie alleine. Ich habe hervorragende Kolleginnen und Kollegen immer bei allen Themen, die mithelfen, jeder an seiner Rolle, jeder an seinem Platz. Ich habe auch selber, wenn Sie so wollen, verantwortliche, vertrauenswürdige Vorgesetzte. Das fängt an bei Politikern, die oft gescholten sind, aber bei denen ich genau weiß, die geben sich Mühe, die fühlen sich dem Menschen verpflichtet. Bei manchen weiß ich auch, dass sie gläubig sind. Weiße Weste, ja, schön, wenn Sie es so sehen. Ich kenne meine Schwächen und meine Fehler. Insofern gibt es da auch trübe Flecken, was völlig normal ist. Und der Vorteil ist sogar, da ich weiß, dass ich eben nicht komplett heil durchkomme, weiß ich das auch bei anderen Menschen. Ich habe auch in der Bundeswehrsituation erlebt, da hat es mir hier gestanden, wenn andere Macht ausüben, nur weil sie da ein paar Sterne haben. Und dieses Bewusstsein macht mich wahrscheinlich doch ein bisschen verträglicher für andere. Man weiß von Ihnen, dass Sie engagierter Christ sind. Hat Ihr Christsein im Arbeiten, zum Beispiel in der Bundesagentur für Arbeit, hat es da konkret einen Platz? Wissen es Ihre Untergebenen, Ihre Mitarbeiter? Ich bin sparsam damit, denn ich will schon klar machen, dass jeder in dieser Organisation im öffentlichen Dienst geachtet ist, egal welche Orientierungen er hat, ob er gläubig, nicht gläubig ist oder andere Religionen hat. Auf der anderen Seite verberge ich das auch nicht, denn ich habe genauso Respekt vor anderen, wie ich erwarte, dass man in dem Fall vor mir Respekt hat.
Ich glaube nicht, dass man als Christ ein besserer Mensch per se ist. Mhm. Das wäre ziemlich anmaßend. Mhm. Da würde man ja fast gegen das erste Gebot verstoßen und wäre so ein bisschen gottähnlich. Mhm. Ist aber andersrum. Ich weiß, ich bemühe mich redlich und wenn es nicht gelingt, dann bin ich sozusagen nicht alleine und in schwierigen Situationen bete ich und subjektiv habe ich das Gefühl, mir hilft. Mhm. Man kann Frank-Jürgen Weise auch in der Gemeinde erleben. Sie gehören einer FEG an und sind da jeden Sonntag in der Gemeinde oder vielleicht sogar auch mal auf der Kanzel? Wie muss man sich das vorstellen? Na, ich bin nicht sehr häufig da, weil ich viel unterwegs bin. Wir gehen, meine Frau und ich, gerne auch mal zu anderen Gottesdiensten, mhm. auch mal an Ostern zu den Katholiken. Mhm. Das finde ich sehr schön, die Gottesdienste, die ein strengeres Format haben. Mhm. Aber tatsächlich in der Summe fühle ich mich der evangelischen Kirche klar zugehörig. Nein, auf der Kanzel nicht. Ich bin kein Mensch des Wortes, ich bin ein Manager, ein Mensch der Tat. Schreiben Sie doch der evangelischen Kirche zum Reformationsjubiläum als Manager etwas ins Kirchenbuch. Dass man die Wirtschaft und die Funktion zum Beispiel des Managers auch gerade in der evangelischen Kirche achten muss. Es wird ja per se vom Glauben auf die Menschen geachtet, die in Not sind, die krank sind. Jesus und sein gesamtes Leben war darauf gerichtet. Aber man muss auch bedenken, dass was man erarbeitet und was Erfolg ist, ist dann im besten Sinne christlich gesprochen auch die Grundlage fürs Gemeinwohl. Mhm. Da habe ich den Eindruck, früher war die evangelische Kirche skeptisch gegen Soldaten. Mhm. Manchmal ist sie sehr skeptisch gegen Unternehmer. Mhm. Und insofern bin ich dann ein Beispiel, was aber hoffentlich in die Kirche passt, dass solche Personen auch verträglich sind. Mhm. Letzte Frage. Ein Mann mit so viel Lebenserfahrung, mit so viel Weisheit, die er gesammelt hat, was hat er für ein persönliches Credo oder eine Lebensphilosophie, die ihn durchträgt? Also ich erinnere mich sehr an meinen Konfirmationsspruch, sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Und wenn Sie so wollen, habe ich in meinem Leben ziemlich viel gedient. Ich war in der Summe 15 Jahre lang aktiv Soldat und dann bis heute Reserve. Und ich habe 15 Jahre im öffentlichen Dienst gedient, Bundesagentur und Bundesamt. Und insofern, ja, ist das schön zu wissen, dass ich meinen Beitrag geleistet habe. Die Bewertung, ob das segensreich war oder nicht, müssen die Menschen machen, die mit mir zu tun hatten. Für mich war es ein Segen, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Gott befohlen, Herr Weise. Ganz, ganz herzlichen Dank. So ein Ansichtsexemplar ist doch gar nicht so schlecht.
Da kann man dieses Buch in die Hand nehmen. Man kann es anschauen, durchblättern und dann kann man es wieder zur Seite legen. Je nachdem, ob es einen interessiert oder nicht. Wenn man es nicht haben will oder wenn es einem nicht gefällt oder wenn es einen nicht interessiert, dann legt man es wieder zur Seite. Meistens sind solche Ansichtsexemplare ja auch ziemlich schmuddelig, oder? Weil sie durch viele Hände und Finger gegangen sind. Keiner achtet so richtig darauf. Keiner gibt sich Mühe im Umgang mit so einem Ansichtsexemplar. Und man sieht es ihm an, dass es nicht respektvoll behandelt wurde. Sagen Sie, wie ist das eigentlich bei Ihnen und bei mir? Sind wir auch so ein Ansichtsexemplar? Von vielen Menschen schon fragend angeschaut und dann aber vorbeigesehen? Von vielen in die Hand genommen und dann zur Seite gelegt? Von vielen beschnuppert, durchstöbert, drüber geflogen? Aber wir konnten nicht wirklich das Interesse von ihnen wecken, mit dem, wie wir sind. Ich blieb oder bleibe Ansichtsexemplar für viele, viele Menschen. Außer für meine Frau. Klar, da war ich auch lange Zeit Ansichtsexemplar. Dann lernten wir uns kennen, dann lernten wir uns lieben, haben geheiratet. Sie hat mich genommen, wie ich bin, mit meinen Eselsohren, mit meinen Falten und mit allem drum und dran, auch mit dem Schmuddeligen. Ich bin nicht mehr ihr Ansichtsexemplar, ich bin ihr Eigentum. Und es tut einfach gut zu wissen, zu wem man gehört und wo man hin darf. Wie ist es eigentlich in unserer Beziehung zu Gott? Was denken Sie? Was denken Sie, wie Gott über uns denkt? Wenn er uns so sieht, sind wir sein Ansichtsexemplar? Nimmt Gott uns ab und zu sich, schaut rein und legt uns dann wieder beiseite? Sind wir Ansichtsexemplare Gottes? Okay, zunächst ist klar, er hat uns als seine Exemplare geschaffen, als Gegenüber. Wir sind Gottes Ebenbild. Aber dann kennen wir die Geschichte, da hat sich so viel zwischen uns gestellt. Da ist so viel zwischen Gott und seinen Exemplaren abgelaufen, was das Miteinander wirklich erschwert hat. So viel Untreue, so viel Ausbrüche aus dem anfänglichen und ursprünglichen, guten, paradiesischen Miteinander wurde ganz oft ein Gegeneinander, ein Rebellieren, ein aus der Hand fallen, ein sich emanzipieren, sodass die Beziehung tatsächlich immer wieder vor dem endgültigen Ausstand. Im Römerbrief kann man sogar lesen, dass Gott die Menschen aufgegeben hat, dass er sie dahingegeben hat. Das ist noch schlimmer als Ansichtsexemplare. Das ist nie mehr reinschauen, das ist kein Interesse mehr für immer und ewig. Ja, wir waren Ansichtsexemplare in den Augen Gottes. Er hat uns beiseite gelegt, er hat uns aus der Hand gelegt, er hat sich nicht mehr interessiert für uns. Und was passiert mit uns, wenn wir so aus der Hand Gottes gelegt wurden? Da machen sich plötzlich Sorgen breit. Ängste. Hat mich Gott wirklich verlassen? Interessiert er sich nicht mehr für mich? Hat er sich abgewandt? Bin ich nutzlos, lieblos, hoffnungslos, von Gott aussortiert? Wertloses Exemplar? Da fallen mir Sätze aus dem Alten Testament ein. Die könnten das tatsächlich so unterstreichen. Für einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, heißt es in Jesaja 54. Für einen kleinen Augenblick hat uns Gott verlassen. Gott hat sich verborgen, zurückgezogen. Mein Gott, warum hast du mich denn verlassen? Aber bin ich das wirklich? Nicht mal mehr ein Ansichtsexemplar, nur noch ein nutzloses, wertloses Exemplar vor Gott. Und dann lasse ich den Propheten Jesaja reden. Und dann sagt dieser Prophet zu mir persönlich: Heiko, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist mein. Ich gehöre zu Gott. Dann lasse ich Paulus zu Wort kommen im Brief an die Korinther. Zweimal kurz hintereinander schreibt er, ihr seid teuer erkauft. Heiko, Immanuel, Daniela, Adelheid, Thomas, du bist teuer erkauft. Ansichtsexemplar? Ich, Gottes Ansichtsexemplar? Nein. Gott spricht, ich habe dich teuer erkauft, du bist meins. Ich habe Gottes Interesse geweckt, auch wenn alles gegen mich spricht. Sie haben Gottes Interesse geweckt, auch wenn alles gegen sie spricht. Er nimmt uns in die Hand, er hält zu uns. Er legt uns nicht leidenschaftlos beiseite. Er wendet sich nicht ab. Nein, er hat uns teuer erkauft in Christus. Alles, was mit Christus passiert ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass er sein Blut vergossen hat, das ist alles passiert, dass wir Gottes Eigentum werden. Nicht mehr wertlos, nicht mehr nutzlos, sondern Gottes eigene Exemplare. Keine Macht der Welt, keine Gewaltigen dieser Welt können uns mehr aus dieser Hand Gottes, aus diesem Eigentum reißen. Das ist es, was wir in Christus haben. Gott hat einen ungeheuren Preis bezahlt, alles, was er an Kostbarkeiten hatte, um uns loszukaufen, um uns zu erlösen, uns zu befreien, ja, uns in seinen Besitz zu bringen, uns als Eigentum zu erwerben, dass dieses Ansichtsexemplar-Dasein endlich aufhört. Das heißt auch, wir dürfen uns dessen bewusst sein, wir sind Gottes Eigentum. Und er kümmert sich um uns. Wissen Sie, das wird dann auch konkret. Zum Beispiel, ich habe vor kurzem von einem Ehepaar dieses kleine Kärtchen bekommen. Und sie haben mir von ihrer Tochter erzählt, die sie verloren haben, die sich selbst das Leben genommen hat. Und Ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich Menschen fühlen, die ein eigenes Kind verloren haben. Nicht durch einen Unfall, nicht durch Krankheit, sondern dadurch, dass es sich selber das Leben genommen hat. Tragisch, furchtbar, und man kann sich so wertlos fühlen, so nutzlos. Man hat nichts tun können, man kann sich so ohnmächtig fühlen. Und dann wird das konkret, was es heißt, wenn Gott sagt, ich habe teuer für euch bezahlt. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich gucke nicht uninteressiert nebenbei und nebenhin, sondern ich interessiere mich für euch, weil ihr mein Eigentum seid. Und ich werde mich um euch kümmern, auch wenn es im Augenblick noch unendlich wehtut. Ich habe den höchsten Preis bezahlt. Dein höchster Schmerz ist auch meiner. Dein höchstes Leiden ist auch meins. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, befreit, erkauft, du bist meins. Ich möchte dir helfen, weil ich ein Recht darauf habe, dir zu helfen. Ich möchte gerne, dass Sie sich da immer wieder dran erinnern. Wir sind kein wertloses, billiges, schäbiges Ansichtsexemplar Gottes. Wir sind teuer erkauft. Er hat für uns bezahlt. Wir sind sein Eigentum. Wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gekrönt. Erinnern Sie sich bitte daran, ich möchte Ihnen gerne diese wunderschöne Karte zukommen lassen. Gekrönt steht da drauf. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Du bist Gottes Kind, nicht willkürliches Ansichtsexemplar. Du bist Gottes Eigentum. Wissen Sie was? Mit dieser Karte, da können Sie diese kleine goldene Krone heraustrennen und Sie können sich eine kleine Krone basteln damit. Sie können es wahrscheinlich viel besser als ich. Und dann stellen Sie sich das irgendwo hin, an einen Ort, an den Schreibtisch, in die Küche. Erinnern Sie sich dran. Sie sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott hat alles für Sie gegeben. Sie sind nicht mehr nur Ansichtsexemplar, sondern Gottes Eigentum. Er kümmert sich um Sie. Amen.
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Schon seit eh und je bin ich auf deiner Seite. Sei ganz unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich werd mit dir durch reißende Fluten gehen und du wirst darin niemals untergehen. Ich werd mit dir durch verzehrendes Feuer gehen und du wirst darin niemals zugrunde gehen. Von Anfang an bist du mir aufgeladen, in alle Ewigkeit will ich dich tragen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Schon seit eh und je bin ich auf deiner Seite. Sei ganz unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Über unsere Homepage können Sie uns gerne Ihre Gebetsanliegen zukommen lassen. Dort gibt es ein Forum für Gebetsanliegen. Viele andere können diese Gebetsanliegen dann ebenfalls lesen und sie sich zu eigen machen. Das hilft. Schreiben Sie uns. Und nun lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Herr unser Gott, wenn wir Angst haben, hilf uns nicht zu verzweifeln. Wenn wir enttäuscht sind, hilf uns, nicht bitter zu werden. Wenn wir gefallen sind, hilf uns, wieder aufzustehen. Wenn wir mit unserem Verstehen und unseren Kräften am Ende sind, stütze uns, ermutige uns. Was auch geschieht, halte du uns fest, guter, menschenfreundlicher Gott. Und gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie als die von Gott Geliebten und Gesegneten in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Ich habe noch folgende Hinweise für Sie. Wenn Sie den kleinen Denkzettel zur Predigt haben möchten, diese kleine Goldkrone, melden Sie sich bei uns. Sie bekommen diese von uns geschenkt. Schauen Sie auf unserer Homepage rein. Im Shop bekommen Sie CDs und Bücher mit Texten und Musik aus diesem Gottesdienst. Und Sie können im Gästebuch gerne einen Eintrag hinterlassen. Sagen Sie uns, wie es Ihnen geht mit diesem Gottesdienst. Vielleicht haben Sie auch Vorschläge, was Sie mal gerne sehen oder hören möchten oder welches Thema Sie sich mal wünschen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Es ist Ihr Gottesdienst. Sie feiern mit. Ich freue mich auch, wenn Sie uns unterstützen in dieser Arbeit. Wir schaffen es nur mit Ihren finanziellen Hilfen. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle treue Unterstützung. Wie Sie uns helfen können, erfahren Sie auch über unsere Homepage oder rufen Sie uns an im Zuschauerbüro. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier in unserem Fernsehgottesdienst. Bis dahin, machen Sie es gut. Gott segne Sie. Auf Wiederfernsehen.